Steph. Splash. Steph. Splash. Schmeck. Chelo und Abdi. Splash. Ah, ich sag Steph jetzt. Ihr sagt Splash Mac. Hatsch letztes Jahr. Ich sag Steph jetzt. Ihr sagt Splash Mac. Steph jetzt. Splash Mac. Steph jetzt. Splash Mac. Splash Mac. Chelo und Abdi. Steph jetzt. Splash Mac. Steph müde. Steph. Steph. Wir sind beim Splash Mac auf dem Splash und heute haben wir Chelo und Abdi da, die gerade vor wirklich 2 Minuten von der Bühne gegangen sind bei Megalo. Ja man, wie nach einem Fußballspiel von Champions League, dann unterrühren die auch gleich. Wie ist das überhaupt entstanden, dass ihr da noch mit auf die Bühne gekommen seid? Wie? Ja, wir sind cool mit Megalo, feiern den auch, wir haben mal Remix mit ihm gemacht für seinen Track. Ja, und wir waren gestern mit Haft da und hat sich das so ergeben, dann hat er gemeint, komm, wenn ich Bock hab, macht heute noch mit uns und dann haben wir das zersägt. Cool, ihr habt eigentlich eine sehr gute Ausbeute dafür, dass ihr gar nicht gebucht wart. Also definitiv. Einmal Hauptbühne, einmal Aruba Stage mit Hafti. Wie wird es nächstes Jahr? Ich habe gehört, da gibt's Erwartungen. Chelo und Abdi sind die Zecken vom Splash, die haben sich festgebissen. Hannibal lacht da hinten, ich sage lieber die Pitbulls vom Splash. Also wir sind die Pitbulls und Splash, so ein Autoreifen in der Bronx gerade und wir haben uns so festgebissen. Genau, ist gleich bei Catering das Auto voll. Genau, ich wollte auch nochmal aufs Catering ansprechen, genau. Okay. Geil, diese Donuts mit Schokolade, das war Cheat Day. Oh, ich war Sport. Auf jeden Fall, Dings. Brutales Essen, sehr gutes Essen. Fisch, wie hieß dieser Fisch? Rotbarsch. Oh. Roter Barsch. Also ihr habt auf jeden Fall vor, nächstes Jahr wiederzukommen, ja? Wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall am Start, Digga. Wenn Megalo nicht auftritt oder Haftbefehl, dann treten wir persönlich auf. Und wenn nicht, wir kommen einfach irgendwie. Komm einfach auf irgendeine Bühne, wir machen diese... Sen, wie heißt das nochmal? Wer ist nochmal? Nee, Bühne stimmen. Bambosch. Bambosch machen wir dann. Heißt es Bambosch? Ja. Bambrush. Wir Bambrushen hier. Wir Bambrushen dann, genau, Bambrush. Genau, wir Bambrushen dann das Splash. Chelo und Abdi. Wir kommen einfach, egal bei wem. Lass dich überraschen. Das ist ja dieses Jahr sogar echt passiert. Habt ihr das mitbekommen überhaupt? Ja. Habt ihr es gesehen? Was? Abdi was? Das Oberhaupt der Glow Up De Niro Gang. Ja, die schon wieder. Moneten Bernd. Money Boy. Ich hab gehört, hat O-Saft auf die Orsons geschüttet. Remix, gell, was so? Ja, irgendwie so. Doch, ja, korrekt, ja. Alter. So mäßig. Fanta war es, glaube ich. So, aber auf Rille, auf Hacke, ne? Ja, ich glaube, ja. Hat er die Flasche so geschmissen auf die oder so? Nein, gar nicht. Er kam auf die Bühne und hat so eine Fanta-Flasche ausgeschüttet. Sag nicht die. So ja, sowas würdet ihr nicht machen, ja. Nee. Ich hab gehört, er hat von Tille Tim kein Kombi mehr bekommen. Deswegen. Er ist durchgedreht. Toll gut. Von Turkey, Tony. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht die feine Art. Also von euch hat man sowas nicht zu befürchten, dass ihr sowas macht? Nein, denke ich nicht. Auf keinen Fall. Was habt ihr denn überhaupt alles gesehen auf dem Splash? Außer gestern Hafti und jetzt heute Megalo. Was habt ihr alles mitbekommen von hier? ASAP haben wir gestern gesehen. Der wollte was zu rauchen haben. Und ja. Ja, ist gut. Ich hab mir noch KIZ angeschaut. Ja, KIZ stimmt. Kannibalen in Zivil. Hat dir gefallen, ja? Krass! Bist du KIZ-Fan? Ich feier die Musik. Ja. Glaub ich. Du glaubst? Ich feier die Jungs persönlich eher, glaub ich. Ja? Glaub ich. Okay, Hast du die getroffen hier auch? Ich Tariq's cool, Alter. Ja, ich dachte, Freddy wäre Marok ganz am Anfang. Mhm. So Tariq, so marokkanischer, gängiger Name. Ne, schöne Grüße an KZ, vor allem an Tariq. Und zwar eine coole Show. Also dafür, dass ich jetzt nicht so krass was feiere, so dass ich sage, boah, ich höre die jeden Tag, haben die eine schöne Show gemacht. Ja, die sind auf jeden Fall links. Routine ist bei denen drin. Das coole Jungs, das sind korrekte Jungs jetzt wirklich. Die haben ja auch richtig so krasse Bühnenshow aufgefahren. Die hatten diese Statuen und sowas. Ja. Und sowas. Ja, was würdet ihr denn machen, wenn ihr auf der großen Bühne spielen dürftet? Ja, wir würden uns auch, also wenn wir auf jeden Fall die Zeit hätten, was Schönes zu planen, dann würden wir uns auch bestimmt was Schönes einfallen lassen. Ich will, wenn wir es jetzt sagen würden, wäre es ja auch kein... Ich habe was Spontanes. Okay. Also für die nächsten Leute, die bald auftreten, ich würde so
so vier Fußballer so aufstellen auf so ein Podest und die würden so hochhalten machen und so. Aber welche Fußballer? Ja, Bruder, günstige. Ich habe natürlich zuerst an Ronaldinho gedacht, gell, aber der ist teuer. Aber nicht Lord Bentner, oder? Oh, le Lord Bentner wäre Baba. Ja. Aber so, bei Ronaldinho müsste ich ja draufzahlen auf meiner Gage. Aber so vier Jungs, Ali Habi und so, locker hochhalten, in so einem Glaskasten. Das ist eine krasse Idee, was du habt. Ihr habt, ey, nicht klauen, alle. Ich schenke euch, ich hab so viele Ideen. Okay, er schenkt euch. Hannibal. Hannibal ist auch da. Hannibal ist hinter den Kulissen. Ja, und. Ja, aber ich denke, das ist eine krasse Idee. Das ist schon eine krasse Idee mit Fußballern. Fußball ist immer gut. Auf jeden Fall. Ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball, wisst ihr was auch. Was bist du für so ein sportlicher, was für ein Sportler? Rap. Schau ich mir an. Aber siehst doch richtig dynamisch aus eigentlich. Ja, aber trotzdem, Fußball interessiert mich. Nee, ich sag ja, welche Sportart. Gar nichts eigentlich. Gar nichts. Rumhängen. Taschenbilder. Rumhängen, Rap hören so. Nee, so auch nicht Play. Krass. Krass, oder? Du siehst doch hier voll gesund aus. Geht's, Ernährung, geht's. Dein Sport, Ernährung. Genau. Du achtest hier so, diese, wie viel Prozent? Und ja, Cola, Catering, alles am Start. wie seid ihr zufrieden, wie euer Album bisher ankommt? Ja, sehr. Also wir haben auch viel Fleiß und Blut reingesteckt und dann ist es auch gut angekommen. Waren wir auch natürlich darüber erfreut. Also, mein Album, unser Album heißt Bon Chance, liebe Leute. Unser Album mit Hannibal heißt Bon Chance, liebe Leute. Falls ihr das noch nicht auf dem Bildschirm habt, auf dem Schirm, dann besorgt euch das Album, weil die Bon Chance-Ära ist noch nicht vorbei. Da geht noch einiges. Das ist so ein cooles Album. Das muss man sich trotzdem noch holen, wenn man es noch nicht gehört hat. Es gibt ja so Alben, die sind so eine Woche cool und dann sind die wieder nicht mehr so cool. Aber so Bon Chance ist erst so in der zweiten Woche richtig cool geworden, weißt du? Und deswegen kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen, sagt man das so? Klar, ja. Holt euch Bon Chance, hört euch Bon Chance an. Wer überhaupt nicht so davon Wind bekommen hat, der sollte auch die Videos anschauen, richtig schöne Videos. Bon Chance ist ein richtig schönes Album und ich werde euch jetzt hiermit versprechen, dass das nächste Album noch besser wird. Das ist meine Ansage, weil ich sehr zufrieden mit Bon Chance bin, aber wir werden noch einen draufsetzen. Bist du damit einverstanden, was er hier für Ansagen macht? So? Voll und ganz. Also, was auch Abdi sagt, ich leg meine Hand ins Feuer dafür. Das ist also, ich blind. Also, diesen Style werden wir auf jeden Fall halten. Wir mussten mit Akupunktur ein bisschen chillen, gucken, was abgeht, locker. Ist auch so eine Mucke, wo man so shaken kann mit Mäuschen und so, weißt du? Aber jetzt. Aber auf Bon Chance kann man auch shaken mit Mäuschen. Jetzt sind wir wieder mit den Fans auf einem Nenner, mit uns selber, mit der Welt, mit dem Universum. Und deswegen, das Album wird krass, Leute. Definitiv. Ich hab schon angefangen zu schreiben, Texte. Ja, ja. Wenn du so spontan bist, willst du nicht auch gleich noch einen Titel erfinden? Du hast schon die Splash-Show geplant für nächstes Jahr. Jetzt kannst du auch gleich noch einen Titel erfinden, eigentlich. Nein. Das Album wird Nein, Ausrufezeichen heißen. Nein, ja. Oh. Nein, ja. Leute, wenn ihr euer Konzert macht, macht vier Fußbälle im Glaskasten und nennt die Tour Nein, ja, Tour. Nein, ja, Festival. Bruder. Gestern nach dem Auftritt, was habt ihr eigentlich noch gemacht? Habt ihr noch gefeiert hier auf dem Festival? Ja, was heißt gefeiert? Wir waren hier mit den Leuten hier, die man auch lange nicht gesehen hat. Manche hat man auch zum ersten Mal gesehen. Und ja, da haben wir so Smalltalk. Wir waren ja auch mit Haft hier. Den ganzen Aslaks. Ja, und da war so ein lockeres Miteinander. Kennst du das so? Auf ganz normal, auf die feine Art. So. Also, wir haben es auch benommen, alle. Also, dass keiner denkt, so die Aslaks da. Was haben die da veranstaltet? Aber ich habe gehört, bei dem Gig waren so viele Leute auf der Bühne, wie sonst nie auf der Bühne sind. Nur dieser eine wurde kurz leider unterdrückt, aber wie heißt der? Jan Delay. Nein, nicht Jan Delay. Auf der Bühne? Nein, Mann. Jetzt. Gestern. Nein, Leute, der hat uns gefeiert, alle. Glow Up Jüngling. Ja, ah, Dings, Medical Manny. Medical Manny. Medikamenten-Manfred. Ja. Ja. Unser Management feiert Medikamenten-Manfred. Der war auch sehr nett, das ist ein cooler Typ. Und hat nur ein bisschen von der Zeit unterdrückt, aber wir haben dann wieder Dings. Aber episch habe ich von. Ich habe von Leuten gehört, es soll episch gewesen sein, als Jan Delay auf die Bühne gekommen ist. Wir beide wussten nichts davon. Das war richtig krass spontan. Ich habe einfach nur noch so eine Gucci-Tasche gesehen, dazu eine geile Gucci-Tasche. Eine witzige Anekdote dazu ist,
der Backup von Haftbefehl, Bratte, hat sich gedacht, alle wisst, dieser Flitzer, wie heißt das Wort? Nein. Flitzer, doch, Flitzer heißt es. Beim Fußball. Zaunbusch. Bumrush, weißt du, dieser Bumrush hier? So mäßig, gell? Olle, du wolltest schon so auf den drauf gehen, Olle. Und dort denkt er, ist ja Mama. Ich hab gesagt, okay, Tamam. Schöne Grüße an Jan Delay, aka Icy Ice. Das krasse ist, Jan Delay, ich hab den bisher nie kennengelernt, also so live gesehen. Virtuell nur immer. Nur virtuell. Und bisher hab ich ihn nur auf der Bühne gesehen. Kurz, der hat dann bei uns gerappt. Und da war auch schon wieder weg. Und danach hab ich ihn nicht mal gesehen. Ich hab ihn kurz gesehen danach. Wir haben kurz gechillt auf diesen Baumstämmen da hinten. Und. Ja, Mann. Betreten verboten, Absturzgefahr. Krass. Ja. Also, wir waren einige Leute mit Baumstamm im Po unterwegs. Wir haben nur auf diesen Baumstämmen, die da so zum Sitzen waren, haben wir abgehauen. Manche hatten auch Urwald, habe ich gesehen. Cooler Typ, schöne Grüße nochmal. Digga, schöne Gucci-Tasche. Korrekt. Was macht ihr heute noch? Heute spielt noch Savage, guckt euch das an? Ah, na, wir hatten jetzt, seit gestern Morgen sind wir unterwegs. Jetzt waren wir bei Megalo und jetzt auch irgendwann muss man fertig sein, die Party. Meine Mutter hat schon angerufen und gesagt, Junge, wo bleibst du? Komm mal nach Hause, alle. Was ist los mit dir, alle? Also die hat nicht alle gesagt, die hat gesagt, komm nach Hause. Und Savas haben wir ja gestern gesehen, da bei der wir Party. Wir haben Savas gechillt gestern. Ja gut, wenn du nach Hause musst, wenn deine Mutter schon anruft, dann danke, dass ihr da wart, war schön und sag Grüße und so. Danke. Splash Max, the Death. Yes! Woo! Yeah. Wir sind ASD und ihr seht uns hier live beim Splash Max. You guys have actually helped build our career in Germany, so fucking Splash, you guys are the best. We hope to come back